Pickel auch. Oh, da kann ich bald wieder mein schönes Kleid anziehen. Das habe ich ja vom Papi geschenkt gekriegt zum Geburtstag. Oh, da wird mir ganz warm um mein kleines Herz. Ich bin ja im Februar, am 11. Februar auf die Welt gekommen. Toll, genau zu meinem Geburtstag. Ja, alle 4 Jahre hat ja der Februar 29 Tage. Das nennt man Wechseljahre. Ja, der Papi hat mir zum Geburtstag eine Gitarre geschenkt. Die hat mir schon viel Geld eingebracht. Also ich gebe jetzt keine Konzerte. Nein, der Papi gibt mir immer 2 Euro, wenn ich mit dem Üben aufhöre. Und da hinten hat mich vorhin eine Frau gefragt, sag mal, Julia, wie gefällt's denn dir jetzt in der Schule? Ich sag, na ja, das ist nicht schlecht, aber es ist eben immer der halbe Tag in Arsch. Ja. Und jetzt hatte ich in der Mathearbeit eine 5. Wie das sein kann, haben die Eltern gesagt. Ich sag ja, weil ich so wenig Taschengeld kriege, sonst hätte ich mehr Übung mit dem Rechnen. Und dann hatte ich im Aufsatz eine 6. Ja, Thema unser Hund. Ich habe wahrheitsgemäß geschrieben, nur 4 Worte. Wir haben keinen Hund. Das war auch falsch. So. Und als ich mein schlechtes Zeugnis gezeigt habe, sind die Eltern bei den 5 ziemlich cool geblieben. Aber über die 1 in Sexualkunde haben die sich schrecklich aufgeregt. Und der Papi hat geschimpft, er hat gesagt, Julia, eine Arbeit, die du gewissenhaft ausführst, braucht man kein zweites Mal machen. Da frage ich mich, warum mäht der alle paar Wochen den Rasen? Und dann waren wir im Urlaub auf dem Bauernhof. Das war schön, da habe ich meine neue Freundin kennengelernt, die Anke. Und die Anke hatte einen ganz großen, tollen Puppenwagen. Den durfte ich mal schieben. Und da sind die Jungs gekommen, haben die Decke rausgerissen und haben gerufen, haha, da ist ja gar keine Puppe drin. Ich sag, kann ja auch nie, Blödmänner, ich nehme ja auch die Pille. Ein Brüderchen gekriegt, der sieht lustig aus. Der hat die Haare vom Papi, die Augen von der Mami und die Stimme von der Autohupe. Und auf dem Bauernhof gab's Hühner. Die Hühner sind ja pfiffig. Die legen die Eier genau so groß, damit die genau in den Eierbecher passen. Aber der Hahn war krank. Den mussten die Hühner immer abwechselnd tragen. Und dann gab's dort Käse vom Pferd. Käse vom Pferd, Schimmelkäse. Ja, gab's dort. Und ich hab unsere Oma, hab ich eine Urlaubskarte geschrieben. Die Oma hat ja ganz schlechte Augen jetzt, ne? Und die kann nicht so schnell lesen. Deshalb habe ich die Karte ganz langsam geschrieben. Jetzt muss ich aber mal gucken gehen, ob ich den Papi finde. Weil ich muss auf den aufpassen, dass der nie wieder so Frühlingsgefühle kriegt. Aus vom Stadtpark die Laterne.